heute soll das passieren, oder? Er hat gesagt, in 7 Tagen. In 7? Eros hat gesagt, der Vulkan würde ausbrechen. Ja, das ist heute. Er hat sich noch nie geirrt. Was ist, wenn die Stadt zerstört wird? Ich mache mir solche Sorgen. Die Straßen werden sich in ein Feuermeer verwandeln. Oh nein. Neros Vorhersage versetzt die ganze Gegend in Schrecken. Das Problem ist nur, dass die Leute in der Stadt ihm seine Vorhersagen abkaufen. Tja, das heißt, er hätte sich noch nie geirrt, Rioma. Bewohner von Feuerland, euer Orakel spricht. Egal aus welcher Region von Feuerland ihr auch kommen mögt, ihr alle wisst, dass mir eine Sache immer am Herzen lag. Und das ist die Sicherheit meines Volkes. Letzte Woche habe ich für heute einen Vulkanausbruch vorausgesagt. Ja, sag, was passieren wird, Orakel? Ich kann euch jetzt mit Sicherheit sagen, dass der Berg Ignus an der Südküste des Daborasees ausbrechen wird. Es könnte schlimm werden, das kommt zu einer Katastrophe. Bitte, bitte, meine Bürger, keine Panik. Ich habe große Zerstörung vorhergesagt, aber ich habe auch eine vorzügliche Möglichkeit gesehen, die Schäden einzudämmen. Begebt euch in eure Häuser und leert eure Truhen und Schatullen. Ihr müsst Opfergaben bringen, Gold, Silber und Edelsteine. Geht zum Tempel am Daborasee und besänftigt den Feuergott. Das werden wir! Ja, sehr gut! Folgt genauestens meinen Anweisungen, Bürger. Ich werde mich selbst auf den Weg zum Tempel machen und den Zorn des Feuergotts beschwichtigen. Das tue ich für euch alle! Ich hole mein Zeug und lauf zum Tempel! Ich pack meine Familie und bring sie in Sicherheit! Hat er Gold, Silber und Edelsteine gesagt? Das ist doch Link. Die Herrin Ghana würde das Volk niemals um Opfergaben bitten, um eine Gefahr abzuwenden. Irgendwas stinkt hier gewaltig. Ich kann nichts feststellen. Ach, ich meine doch nicht dich. Junger Herr! Junger Herr! Junger Herr! Hören Sie endlich auf damit, mir ständig überall hin zu folgen. Was wollen Sie denn jetzt schon wieder von mir, Apollos? Sie wissen sehr wohl, dass es meine Pflicht ist, Ihnen beizustehen. Und während Sie Ihrer Wahrsagerin nachgereist sind, habe ich Ihren Herrn Vater gefunden. Sie machen ja wohl Witze. Wo? Ich habe jemanden getroffen, der Ihren Herrn Vater vor kurzem gesehen hat. Und der sagte, Ihr Herr Vater wäre im Tempel am Daborasee. Und er würde es sich dort gut gehen lassen, als Hausgast von Neros. Das ist doch unglaublich. Hey, wer immer Ihnen das erzählt hat, der hat gelogen. Sie würden mich... Was würde mein alter Herr mit einem Kerl wie Neros anfangen? Keine Ahnung, ich habe ihn ja nicht selbst gesehen. Und wovon haben Sie dann Ahnung? Wo ist mein Vater jetzt gerade? Ich kriege ein bisschen Luft mehr. Tut mir leid, dass ich die Fassung verloren habe, aber Sie machen mich wahnsinnig. Können Sie mir verzeihen, Edward? Schon gut, Apollos. Aber verraten Sie mir, warum Sie immer einen Schritt hinterherhinken. Das liegt daran, dass ich ständig hinter Ihnen her bin. Falcon! Hoffentlich war das genug, aber mehr habe ich nicht. Alles ich hoffe, wir müssen tun, was der allwissende Neros uns aufgetragen hat. Ich habe alles mitgebracht. Ich habe mich sehr schwer von meinem Goldwagen getrennt, aber wenn wir dadurch überleben können... Wir verschwenden Zeit. Wir sollten uns ihnen anschließen. Was glaubst du, besteht die Möglichkeit, dass Neros recht hat? Wenn er recht haben sollte, müsste ich etwas in meiner Kristallkugel sehen. Ich sehe aber keinen Vulkanausbruch in naher Zukunft. Und was siehst du dann da drin? Ich sehe einen dunklen Schatten, der wie eine Wolke über dem Daborasee hängt. Ein Schatten? Ja, und er sieht aus wie ein großes schwarzes Monster. Was könnte das sein? Es hat sehr lange und gefährliche Tentakeln. Tentakeln? Hast du eine Vermutung, was das bedeuten könnte? Alles Quatsch. Abflug direkt zum Daborasee. Hast du toll gemacht, Rouge. Du bist einfach eine Wahnsinnswahrsagerin. Danke, Rioma. Danke für die Blumen. Ich wollte nichts. Wieso wirst du dann so rot wie eine reife Paprikaschote? Ich werde den See auskundschaften. Runter, rauf, runter. Habe ich dir schon erzählt, dass ich Meisterschwimmer bei den Pfadfindern war? Oder habe ich dir schon erzählt, dass ich für die Nationalmannschaft im Synchronschwimmen qualifiziert war? Hey, du Sabinen-Samurai, kommst du mal wieder raus aus der Büchse? Mir sind die Gäule durchgegangen.
du was gesehen? Irgendwas Ungewöhnliches? Da unten gibt es überhaupt nichts Ungewöhnliches. Oh, tut mir sehr leid, Freunde. Tja, aber meine Kristallkugel hat mir ein bisschen was gezeigt. Ja, ich weiß es auch nicht. Vielleicht sollten wir noch etwas weitersuchen. Du bist wirklich hartnäckig, meine kleine Rouge. Mein Gebieter. Neros bestellt mich zu sich. Ja, er hat mir aufgetragen, Sie zu bitten, mit mir in den Tempel zu kommen. Warte mal einen Augenblick, mein Freundchen. Da scheint mir doch was faul zu sein. Ist das etwa eine Falle, um Rouge gefangen zu nehmen? Was? Wenn der Kerl eine krumme Tour versucht, dann kriegt er es mit mir zu tun. Hast du verstanden? Aber Ryoma... Weil mir Rouge ausgesprochen viel bedeutet. Sie ist sehr... Was hast du gesagt? Sie bedeutet mir viel mehr als... Als was denn? Sie bedeutet mir viel... Sie ist nur eine Freundin! Also, Rouge ist nur eine gute Freundin. Und ich bin ein guter Freund. Alles nur gute Freunde. Nur gute Freunde. Wirklich nett. Aber heißt das auch, dass Miss Rouge mich in den Tempel begleitet? Auf keinen Fall. Das bedeutet nicht, dass Miss Rouge mit dir in den Tempel marschiert. Tut sie doch. Was? Du tust das? Ich werde beweisen, wessen Vorhersagen wirklich zutreffend sind. Ich mache das für mich und besonders um der Herrin Ghana willen. Dann kommen wir auch mit. Haben alle schon ihr Opfer dargebracht? Ich bin jetzt richtig erleichtert. Er ist ein großartiger Mann. Alles verdanken wir unserem Herrn Neros. Ja! Unser Orakel Neros hat uns gerettet. Gebete zum Feuergott. Neros wird verhindern, dass der Vulkan ausbricht. Unser Dank gehört ihm. Was für abergläubische Narren. Schön, wie sie meine Schatzkammern füllen, während ich alles unter Kontrolle habe. Es ist nicht zu glauben. Und als Bonus... wird Rouge endlich die meine sein. Rouge. Oh, Rouge, willkommen im Tempel. Welch ein Vergnügen. Ich habe schon so auf dich Hallöchen, Neros. Die Ratten sind auch schon wieder dabei. Sie dachten doch nicht, dass wir eine Dame allein in die Höhle des Löwen laufen lassen. Oder dachten sie doch? Für euch habe ich mir was Besonderes einfallen lassen. Hört mir alle zu. Ich heiße Rouge und ich bin eine Wahrsagerin. Ich bin eine Schülerin der Herrin Ghana und ich werde euch die Zukunft von Feuerland vorhersagen. O Kristallkugel, enthülle mir die wahre Zukunft dieses Landes. Wenn das jemand hinkriegt, ist sie es. Ja, ja, enthülle mir alles. Der Vulkan Ignus bleibt ruhig. Und der Dabora-See ist auch noch unbewegt. Eine große Dunkelheit zieht herauf wie eine Wolke, während ein heißes, glühendes Feuer im Innersten des Tempels lodert. Was für Feuer? Das ist doch Betrug! Heißt, der Tempel brennt ab. Was soll das bedeuten? Das, liebe Leute, ist eure wahre Zukunft. Hört mich an und merkt es euch gut. Ganz egal, was sie prophezeit hat, denn dieses ist die Zukunft, die sich enthüllt hat. Ich sage vorher, bei Einbruch der Dunkelheit werden die blauen Fluten des Sees mit rotem Feuer überzogen sein. Habt ihr das gehört? Es wird ein Vulkanausbruch geben. Meister Neros irrt sich niemals. Was sollen wir tun? Neros ist unser großes Orakel. Warum rufen wir diese Menschenmenge eigentlich nicht als Zeugen auf, Rouge? Wir haben beide unsere Voraussagen gemacht. Und wenn ich recht behalte, wirst du meine Sklavin werden. Wenn ich aber recht habe, wird die Herrin Ghana als Orakel nach Feuerland zurückkehren. Gut abgemacht. Also der hat irgendwas an sich. Vielleicht seine buschigen Augenbrauen. Vorsichtig, das ist gefährlich, das Zeug. Keine Sorge. Riesig, einen. Ein Traum hat mir dein Schicksal verraten. Jemand, der träumt, unter einem solchen roten Mond zu stehen, dessen Schicksal ist es, das Orakel von Feuerland zu werden. Herrin Ghana. Ryoma? Hey. Was ist denn da? Schau.
Augenblick mal. Ist das da unten nicht die Bande vom Piraten Kraken? Okto und Puss. Wer hätte das gedacht? Wenn es irgendwo Zoff gibt, sind die beiden nicht weit. Dieser Nerus ist ein ganz schön schlauer Bursche, findest du nicht? Oh ja, ein Genie. Eine klasse Idee, um sicherzugehen, dass seine Weissagungen zutreffen. Aber glaubst du, dass so viele Leute auf das Dynamit hereinfallen, hä? Das ist gerade das Schöne daran, Überraschung. Nerus kann gar nicht verlieren, ganz egal, was passiert. Er wird sagen, der Ausbruch war deshalb so klein, weil er es war, der die Götter besänftigen konnte und er daher die ganz große Katastrophe verhindern konnte. Und ganz Feuerland wird Danke sagen. Das ist es also, was ihr beiden hier treibt. Und so garantiert ihr Nerus Weissagung, indem ihr das Dynamit hochfliegen lasst. Das ist ja wohl der übelste Trick, den ich je erlebt habe. Wo kommt ihr zwei denn überhaupt her jetzt, da ihr beide das Geheimnis kennt? Sorgen wir dafür, dass ihr es nicht weiterquatscht. Versucht doch mal, uns daran zu hindern. Falls ihr das könnt. Oh. Au, ihm ins Gesicht. Wollt ihr noch mehr? Oh. Kraken, du musst sie aufhalten. Sie haben den Plan entdeckt. Oh. Aufhalten! Ihr habt euch nun das letzte Mal eingemischt. Probiert es! Ich hab ihn! Ryoma, ich mach das hier. Lauf zurück in die Stadt und warne alle Leute. Ist gut. Hey, Kraken! Ich wusste schon immer, dass du bissig bist. Die Dämmerung bricht herein und ich sehe keine Anzeichen eines Ausbruchs, Nerus. Hm. Männer! Oh? Ja? Was ist mit dem Ausbruch? Was ist da los? Wir haben Nachricht bekommen, dass es eine kleine Störung gibt. Was heißt denn das, kleine Störung? Ich will sofort wissen, was da vor sich geht. Und ich auch. Wir möchten es schließlich alle wissen. Was hat es denn mit dieser kleinen Störung auf sich? Könnte es der dunkle Schatten sein, den ich in meiner Kristallkugel gesehen habe? So ist es mit den Weissagungen. Wenn man sich vage genug ausdrückt und den Dingen einen Anschein von Wahrheit gibt, dann wird man die Narren immer überzeugen. Wie kannst du so etwas sagen? Hast du denn gar nichts von der Herrin Ghana gelernt? Sicher, du siehst doch, was es ihr gebracht hat. Alles, was du tust, ist Betrug. So entehrst du unseren Stand. In dieser Welt gewinnt am Ende immer der, der die Macht hat. Du! Herr? Hey! Was soll das? Bitte lass mich frei! Sträub dich nicht so! Von jetzt an und für immer wirst du meine Sklavin sein, Rouge. Ich bin dein Herr und Meister und du wirst in Zukunft nur das tun, was ich dir sage. Lasst sie frei! Ich warne euch, lasst Rouge sofort gehen, sonst... Wie kannst du es wagen, dich mir zu widersetzen? Ryoma, sei vorsichtig. Nerus ist dieser dunkle Schatten. Ich weiß, sein teuflischer Plan war, uns alle zu täuschen. Kommt mir nur nicht zu nahe. Der Erste, der es trotzdem wagt, wird teuer dafür bezahlen. Ryoma! Hallo, Rouge. Also folgendes. Ich sehe deine Zukunft deutlich vor mir. Wenn du das Leben dieses jungen Narren retten willst, dann tust du besser, was ich sage. Nun, wie sieht es aus? Wirst du meine Sklavin sein, Rouge? Oh, Ryoma, wir brauchen ein Wunder. Manche Leute wollen einfach nicht hören. Dann auf Nimmerwiedersehen und guten Ritt! Na los, bitte verwandel mich! Power Change! Ich glaube, du bist alt genug, um aus dir eine Handtasche zu machen! Power Metal! Na, Kraken, du bist wohl stiften gegangen. Was ist passiert? Es ist schon spät. Es gibt keinen Ausbruch. Nerus Weissagung ist nicht eingetroffen. Irgendwas ist da faul.
Leute, Bürger von Feuerland, es ist uns gelungen, den Feuergott zu besänftigen, sodass es keinen Ausbruch gab und wir verschont wurden. Wieder einmal habe ich Recht behalten und so werde ich noch eine Vorhersage verkünden. Was ist denn das dort am Himmel? Es kommt auf uns zu! Hört mir bitte alle mal zu. Neros ist ein Betrüger. Er hat sich als Orakel ausgegeben, aber er hat all seine Weissagungen vorgetäuscht. Die Ausbrüche sind nur Explosionen gewesen. Er wollte nur Macht haben und hat euch reingelegt, um an eure kostbaren Wertsachen zu kommen. Und hier ist der Beweis. Genau hier. Meister Neros, mein Betrüger! Die Herren Garner hat recht! Die Wahrsage in Rouge! Sag die Wahrheit! Das ist auch gut so! Der große Meister Neros ist jetzt nicht mehr zu gebrauchen! Das ist Kraken! Der Tempel explodiert! Oh nein! Das Feuer! Ryoma! Ein Power Stone? Meine Kristallkugel ist ein Power Stone! Das ist Rouge da oben! Dann hat sie jetzt auch einen Power Stone! Rouge soll unser Orakel sein! Unter einem roten Mond, das habe ich in meinem Traum gesehen. Oh, Herrin Garner. Rouge, zeig dich und begrüße die Menge. Sie wollen dich als Orakel im Tempel sehen. Ich bin noch nicht bereit, das Orakel zu sein. Nicht jetzt. Außerdem, was ist mit euch, Herrin Garner? Ich finde, ihr solltet als Orakel zurückkehren. All die Menschen brauchen jemanden, der weise und freundlich ist. Wenn du so denkst, werde ich es auch tun, bis du dazu bereit bist. Und außerdem wäre es auch nicht richtig von mir, Ryoma hier ganz allein zu lassen, nicht wahr? Oh, Rouge, ich wollte dir danken. Nein, ich sollte dir danken. Immerhin hast du versucht, mich zu retten und alles riskiert, trotz der großen Gefahr. Oh, Rouge. Hey, und wo bleibt der Dank an mich? Zumindest habe ich ja schließlich das Rätsel gelöst und das Riesenkrokodil in die Flucht gejagt. Junger Herr! Hm? Junger Herr! Junger! Oh, nicht schon wieder! Junger Herr! Oh, junger Herr! Ich habe ihn gefunden! Ich habe ihn endlich gefunden! Ihr Vater ist in Goldland! In Goldland, ist das wahr? Ruhe! Gestrichen! Dann mache ich mich allein nach Goldland auf! Das ist doch ganz sicher nicht Ihr Ernst, junger Herr! Sie werden doch Ihren treuen Diener nicht hier in Feuerland zurücklassen! Warten Sie! Legende zufolge hält der Besitzer eines Powerstones die Macht in Händen, Leben zu vernichten oder zu schaffen, Dunkelheit heraufzubeschwören oder gleißendes Licht erstrahlen zu lassen, die Macht, jeden Traum wahr werden zu lassen.